Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich anders schaue als andere Menschen. Bis mir dann aufgefallen ist, die reden über Dinge, die bemerke Ja, überhaupt kam dir ja das Dasein auf der Erde ein bisschen sehr merkwürdig vor. Magst du mal das mit den Strommasten erzählen? Ja, also seit ich hier bin, habe ich ja herausgefunden, dass es ja Strommasten gibt. Und ich fand das verrückt. Die haben immer noch Strommasten auf diesem Planet. Und ich habe mich dann immer gefragt, wie die damit überleben können. Und ich weiß es bis heute nicht. Ich frage mich das bis heute. Also für dich ist Strommast, du hast mal, als du mir Ja. das erste Mal erzählt hast, hast du den Ausdruck Steinzeit Ja, genau. benutzt. Okay. Das heißt. Aber man muss die Menschen auch bewundern, dass die so leben können. Das muss man ihnen Ja, lassen. ja. Das tust du ja offensichtlich ganz, ganz fest. Das hat man vorhin so gespürt, als du sagtest, die Menschen sind ja wirklich so wunderbare Wesen und dass die überhaupt aufwachen können, obwohl sie in Ja. diesem kollektiven Feld sind. Da merkt man das ganz, ganz fest. Und es ist ja auch so, dass das einer der ganz großen Beweggründe war, für die, die das noch nicht gehört haben von Christina, weswegen du überhaupt hierher gekommen bist. Ist das wichtig? Ja, das ist total wichtig. Es ist so schön. Sagst du das noch mal? Ja, ich habe mich aus Liebe entschieden. Ja. Und das ist so spürbar. Das ist so spürbar. Und das weiß ich zum Beispiel jetzt. Das kommt durch die Kamera zu euch in eure Wohnzimmer, dass Christina aus reiner Liebe hier ist. Weil das ist ja auch das, was so spürbar dann im Raum steht, wenn man mit Christina zusammen ist und sie über diese Sachen spricht. Und es gab noch einen zweiten Punkt, den möchte ich, fände ich auch sehr, sehr schön, wenn du das nochmal sagen würdest, warum du so sicher bist, dass alles gut wird. Das hast du vor, bevor du hierher kamst, gab es noch etwas. Du hast dich einerseits in die Menschheit verliebt und andererseits hast du ein Bild gehabt? Und magst du noch mal beschreiben, wie das war? Das hatten wir schon mal. Das macht nichts. Das kann man gar nicht genug hören, weil das gibt so viel Mut. Es gibt so vielen Menschen so viel Mut. Und es hat auch Also immer wieder bei jedem Livestream Leute dabei, die das noch gar nie gehört haben. stimmt. Also, ich weiß nicht, in welchem Jahr das ist, aber ich habe einfach dieses Bild gesehen mit den Menschen und die waren da unter ganz großem Druck und überall hat es so leuchtende Menschen. Also das sind die Menschen, die aufgewacht sind. Und zuerst waren die so überall verteilt. Und dann gab es so einen Moment, wo diese Lichtkraft von den Menschen wie die Matrix durchbrochen hat. Also, ist es so, kann ich es. Also du hast das gesehen? Ja. Und als das passiert ist, da waren ja noch einige Menschen am Schlafen. Aber das hat irgendwie gar nichts gemacht, weil es waren genug wache Menschen hier auf der Erde, dass es doch passieren konnte. Und du hast mir erzählt, als du dieses Bild hattest, da wusstest du, okay, das lohnt sich hierher zu kommen, weil
Es wird so kommen. Ja, weil es aufgeht. Ist es toll. Und das ist etwas, das dürfen wir einfach nie vergessen. Ganz egal, was passieren mag, was in der nächsten Zeit passieren mag. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich danke dir so, dass du uns dieses Bild schenkst, weil das bringt so viel Halt, wenn du jetzt vorhin gesprochen hast davon, dass viele Menschen den Halt eben in den äußeren Dingen haben. Das ist ja etwas, es gibt den Halt den Menschen auch bei etwas anderem. Nämlich deine Zuversicht, dein Bild, was ganz vielen Menschen jetzt Zuversicht schenkt. Und du sagst auch, das Licht hat auf der feinstofflichen Ebene bereits gewonnen. Möchtest du da auch noch was drüber sagen? Also, es gibt ja verschiedene feinstoffliche Ebenen. Und auf bestimmten Ebenen, da hat das Licht schon gewonnen. Und feinstoffliche Dinge, die manifestieren sich ja dann nach unten, auf die physische Ebene. Und darum steht es schon fest, dass auch hier auf der physischen Ebene dann alles gut kommt. Die Frage ist einfach, wann und was dann bis dahin noch passiert. Und das ist auch einer der Gründe, warum das Unlicht ja alles so schnell machen will und alles so zunimmt. Zum einen hatten die das natürlich so oder so geplant und zum anderen müssen die jetzt so schnell machen, weil feinstofflich haben die ja schon verloren und dann müssen sie ja, also dann haben sie das Gefühl, wenn sie jetzt auf der physischen Ebene schneller sind, dann gewinnen sie. Und sie haben halt auch Angst, weil es für sie auch enger wird. Also das können wir zwar so auf der physischen Ebene nicht sehen, aber bevor hier auf der physischen Ebene wirklich etwas besser wird, müssen ja die feinstofflichen unlichten Wesen und die unlichten außerirdischen, also auch die physischen, die müssen ja dann genug weggereinigt werden, damit das dann physisch passieren kann. Weil das ist ja so von oben nach unten. Also so muss das, ja nein, das stimmt jetzt auch wieder nicht ganz. Also die Reinigung, die läuft ja auf vielen Ebenen gleichzeitig. Aber wenn man die unterste Ebene, da wo wir sind, wenn man die befreien will, dann muss man just die darüber liegen, befreien. Weil sonst installiert sich das einfach neu. Und kannst du etwas sagen, wie das geschieht, diese Reinigung oder Befreiung? Also es gibt die feinstofflichen, unlichten Wesen und dann gibt es die physischen, außerirdischen, also die unlichten. Und was kann ich darüber sagen? Das ist eine gute Frage, ich habe mir das nicht überlegt. Also ich selbst habe da nicht viel Einblick. Das sind einfach, also diese Reinigung, die passiert zum einen in feinstofflichen Dimensionen und zum anderen
auch im Sonnensystem, auf der physischen Ebene und auch unter der Erde. Und durch das, dass die Menschen hier auf der Oberfläche aufwachen, passiert hier auch eine Reinigung. Weil retten kann uns ja niemand. Und wir haben zwar Hilfe, aber nur wenn wir Menschen selber merken, wir wollen eine andere, schöne Welt, nur dann kann das wirklich funktionieren. Also das ist definitiv unsere Aufgabe jetzt, dass wir, jeder für sich, und das ist ja auch so wirkungsvoll, wenn ich jetzt an dein Bild denke, von den vielen Lichtpunkten, die die Matrix durchbrochen haben. Die Matrix, da hast du mal drüber gesprochen, auch sehr schön, dass jeder, der wach wird, so quasi ein Loch in diese Glocke, oder wie würdest du die Matrix bezeichnen? Als eine Art Energieglocke, oder was ist es genau in Das ist ja deiner eigentlich Sicht? eine Illusion. Also das ist wie so eine künstliche Realität, wo man uns sagen will, dass das und das echt ist, obwohl das eigentlich ja ganz anders ist. Und das gibt es ja nicht nur physisch, sondern in unserem Bewusstsein auch. Und wenn wir aufwachen, dann fängt das an, bei uns persönlich sich aufzulösen. Und dann machen wir so Löcher. Toll, dann sind wir sozusagen Heimwerker. Ja, wir sind alle Bohrmaschinen. Ja, super. Also lass uns ganz, ganz viele Löcher machen hier. Finde ich ganz auch ein sehr schönes Bild. Also ich mag so die Bilder, die du manchmal, mir prägen sich die so ein. Und die kommen mir dann immer in den entsprechenden Momenten in den Sinn. Ah, vielleicht habe ich jetzt gerade wieder ein Loch gebohrt. Und so das bisschen Humor und was das dann in den Alltag bringt, der ja manchmal wirklich herausfordernd ist derzeit, das tut einfach so, so gut. Danke dir.